Jo, hallo und Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kuriositätenkabinett. Wir spielen wieder Deponia und wir möchten Rufus dabei helfen, weg vom Dreck zu kommen. Beziehungsweise unsere nächste Vision, ja klar, Mission und auch Vision wird es sein, die liebreizende Elysianerin Goal aus den Fängen des bösen Dr. Gizmo zu befreien. Und dazu sind wir jetzt hier erstmal im Büro vom Bürgermeister, der komischerweise in seinem Schreibtisch schläft, und haben hier letztes Mal noch einige Gegenstände eingesammelt. Zum Beispiel irgendein Gerät, mit dem man wohl das Erdmagnetfeld beeinflussen kann. Ein Glas mit klarem Wasser. Die Wartenummer 63. Okay, das hatten wir eigentlich schon alles. Also eigentlich nur diese beiden Dinge hier, ein Erdmagnetfeld und ein Glas mit klarem Wasser. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir hier nochmal kurz, ob wir vielleicht noch irgendwas finden. Ob wir irgendwas übersehen haben hier. Da, ein Schlüsselloch, den Globus, da haben wir schon überall reingeguckt. Die Klingel und die Gegensprechanlage. Da haben wir auch schon drauf gedrückt. Und hier haben wir noch einen Fernschreiber. Für was auch immer wir den brauchen können. Ich würde mal interessieren, wie man diesen Papagei hier wach kriegt. Ansonsten sehe ich gerade aber nicht. Gucken wir uns nochmal das Rezept an, was uns noch fehlt. Für diesen Kaffee. Klares Wasser, belebende Flüssigkeit. Eigentlich brauchen wir jetzt nur noch irgendwoher das schwarze Pulver. Ach so, und das energiereiche Wasser. Und dafür brauchen wir immer noch den Schlüssel vom Auto, der bei diesem Bergarbeiter ist. Beziehungsweise bei diesem Müllarbeiter. Aber so wie ich das sehe, können wir hier jetzt nichts mehr erreichen. Also gehen wir mal raus. So. Und irgendwie müssten wir jetzt auch mal hier die Post aufkriegen. Aber gucken wir einfach nochmal zum Sitzungssaal, ob sich Wenzel seine Goal vielleicht schon. Ah ja. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich, halte dich von dem Mädchen fern. Niemals, niemals. Und wenn jemand einen Plan hat und sich mit elysianischer Technologie auskennt, dann sind das ja wohl wir. So. Goal. Ich glaube, mit Gold können wir sowieso nichts mehr anfangen. Jetzt können wir hier mit diesen Menschen reden. Fangen wir doch mal mit dem Gizmo an, ob es da was Neues gibt. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Nee. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken, wirklich gar nichts. Gizmo will nichts mehr von uns, aber vielleicht der Bürgermeister. Oh, ist es nicht sexy, was die hier anhat? Bürgermeister Lutek. Kann man ihm das nicht irgendwie runterreißen? Hier hat er auch eine Glühbirne hinten an seiner Mütze. Oh, aber Rufus, Huch. Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie.
Hä? Ich hab gemeint, ich kann jetzt mit ihm sprechen. Kann ich nicht? Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Der trägt doch so eine hübsche Uhr um den Hals. Die braucht man bestimmt, um die Poststelle zu öffnen. Aber leider sehe ich die jetzt nicht. Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? Ja, nee, glaube ich nicht. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriechst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gol aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gol, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Dieser kleine freche Wenzel, wir haben gar nichts. Von wegen, wir haben unseren Charme und unseren, ja, unglaublich hohen Intellekt. Und den werden wir jetzt hier gleich einsetzen, um Goal aufzuwecken. Beziehungsweise, irgendwie können wir hier mit den Typen gar nichts anfangen. Ah, aber vielleicht kann Gizmo uns sagen, wie man den... Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Aber er ist doch Arzt. Mit Goal können wir wohl auch nichts mehr machen. Hey, Goal! Goal! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ja, ne? Ah, Moment, da war doch was. Ich habe gerade was gesehen. Tasche. Ah. Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Ja, wie kriegen wir die Tasche auf? Denk nach. Nee, oder? Das kann's aber jetzt nicht sein. Wäre lustig, zugegebenermaßen. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Hab ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Ah, schade. Oder habe ich jetzt überhaupt auf die Tasche gedrückt? Ich weiß gar nicht. Ich habe ihn nicht gewählt, damit nee. Er... Hab ich ihn... Ja, komm, oder bla. Was können wir mit dieser Tasche machen? Tasche. Vielleicht sezieren? Aber Rufus! Mein Fehler. Nein, ich wollte doch die Tasche. Achso. Aber Rufus! Mein Fehler. Wie kriegen wir die Tasche auf? Oder was können wir mit seiner Tasche machen? Nee, keine gute Idee, glaube ich. Oder wollen wir ihn pieken? Können wir ihn pieken? Nein, glaube ich nicht, oder? Aber Rufus! Mein Fehler. Ja, was können wir jetzt mit dieser komischen Tasche da machen? Tasche. Irgendein komisches Manöver? Tasche. Am Hintern. Ja, normalerweise würde man die einfach runterreißen, ja? Nee, oder? Ich habe ihn nicht gewählt, damit er... Ja, bla bla bla. Bla bla bla. Oder können wir dafür sorgen, dass... Moment.
Nee, sonst haben wir nichts aus seinem Büro geklaut, ne? Was wir dann irgendwie Wenzel in die Hand drücken könnten. Dietrich? Er wüsste damit nichts anzufangen. Nee. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Welche Route? Er hatte sie lange genug. Ich habe ihn nicht Nein. Hab ich... Oder... Oh, ja, komm, bla bla bla. Diese Tasche ist wirklich schwer. Also ich glaube, ich habe so einen Verdacht, ja. Irgendwie ist wohl was in seiner Tasche drin und das können wir dann vielleicht Wenzel in die Hand drücken. Aber... Er wüsste damit nicht. Er weiß ja nicht. Ja. Puh, was machen wir jetzt da? Und was machen wir eigentlich mit dem Papageien? Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Nee, den Trichter haben wir schon versucht, ne? Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Pepperoni mag, Chili mag ich auch nicht. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Oh, Mann. Ja, da bin ich echt so ein bisschen überfragt, was ich hier noch machen kann. Aber die Tasche. Tasche, Wenzel, irgendwas. Bürgermeister Lothek. Oh, aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lothek. Vergessen Sie das nie. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Können wir jetzt vielleicht hier endlich mal das Paket hier anzünden? Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ja, behalte sie im Hinterkopf, Rufus. Und sonst haben wir hier nichts, was wir mehr anfassen, bewegen können. Puh, schwierig. Wahrscheinlich übersehe ich einfach gerade irgendwas Offensichtliches. Aber... Gut, hier kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Die komische 63. Was sagt Lotti denn dazu? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Öffnungszeiten zur Poststelle kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Büro des Bürgermeisters. Da haben wir eigentlich auch schon alles abgegrast. Was tun wir? Mit dem Ballon können wir wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Nee. Zum Dorfzentrum. Tonis Hütte. Genau. Wir müssen ja immer noch an diesen komischen Schlüssel kommen, ne? Haben wir mittlerweile vielleicht Leute gefunden? Hallo nochmal. Hi, Rufus. Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Nee, das bringt uns auch nicht mehr weiter. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Wenzel. Wenzel? Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Oh Gott. Bis bald. Tschö. Tschö. Fuß. Genau. Und was können wir mit der Rakete anfangen? Ja. Nochmal in die Kneipe gucken. Espresso-Tasse, ja gut, da müssen wir dann alles reinschmeißen, ne? Können wir vielleicht schon.
Klares Wasser. Es existiert wirklich. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Ah ja, die Mischung. Können wir vielleicht schon was mischen? Achso, nee, wir brauchen dann noch energiereiches Wasser und da brauchen wir schwarzes Pulver auch noch. Schwarzes Pulver? Wo kriegen wir schwarzes Pulver her? Achso, wahrscheinlich aus, vielleicht aus Tonys Shop. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Wegen des Pulvers. Ja, frag mal doch nochmal wegen des Pulvers. Wegen des Pulvers. Schieß los. Schwarzes Pulver. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Oh ja. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Also brauchen wir doch Schwarzpulver. Ich geh dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Schwarzpulver. Wo kriegen wir Schwarzpulver her? Ja, eigentlich am besten vom Sprengmeister, ne? Hanek. Der hat auch Kaffee. Wo hat er den Kaffee her? Notfallstation können wir auch nichts mehr machen, oder? Also mir fehlt irgendwie nur noch so ein kleiner letzter Schritt. Entweder ich bekomme irgendwie den Papagei wach. Ja, das wäre schon mal ganz großartig, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Und was können wir mit diesem Feuerlöscher überhaupt anstellen? Feuerlöscher. Ein Trichter an den Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja, nee. Ich kann das Ding... Nee. Oh, das artet jetzt langsam in so hilfloses Rumgeklicke aus. Betäubter Papagei. Ich kann das Ding... Nee. Oder? Der ist bereits ausgenockt. Ja, aber Lachgas macht doch munter und froh. Und was machen wir eigentlich mit dem Baum hier? Kann ich vielleicht noch einen Ballon aufblasen? Ah ja. So, jetzt haben wir noch einen Ballon. Kaputt. Aha. Ich kann Ballons knallen lassen. Ob das irgendwie nochmal einen Sinn hat? Ich weiß nicht. Kann ich den auch noch mit was anderem knallen lassen? Ah ja. Kaputt. Nee, das macht dann wohl keinen Sinn. Aber ich nehme trotzdem nochmal einen mit. Man weiß nie, für was man so einen Ballon brauchen kann. Für was brauche ich eigentlich den Schwamm? Boah. Das ist ein bisschen doof, dass mein ganzes Inventar so überfüllt ist. Und wo kann ich noch Löcher reinbohren? Löcher bohren. Okay, und was mache ich mit dem Baum? Baum. Vogel, Baum, nee, aber warum denn? Hey, du, aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Er schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was ich tue. Ja, das glaube ich doch. Der ist bereits ausgenockt. Nichts. Kann ja nicht alles so lebendig sein wie meine Fantasie. Ja, das glaube ich auch.
Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja. Warum kriegen wir den dummen Trichter nicht in seinen Mund rein? Das muss nicht umgefüllt werden. Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, was übersehe ich, was übersehe ich? Jetzt drücken wir hier nochmal den Hebel. Gucken, ob da noch irgendwas passiert. Ob es da noch irgendwas gibt, was wir brauchen können. Feuerwehr. Ah, nee. So. Tonis Laden. Bevor wir dahin gehen, schauen wir nochmal vor die Tür. Gut, da wäre immer noch das zu erledigen. Mit dem Dietrich haben wir es ja schon versucht. Also wir brauchen einfach den Schlüssel von Hanek, ja. Das wäre auch noch sowas, aber dazu müssen wir rauskriegen, wem das Auto hier gehört. Ah, Windschutzscheibe, guck mal. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Okay, Schwamm. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Seife. Seife hatten wir doch in der Hütte, ne? Seht ihr, diese dreckige Scheibe, die hatte ich nämlich das letzte Mal übersehen. Und es reicht halt meistens schon ein Ding aus, das man übersieht und dann hängt man hier total fest. Hier, Topf, komm. Da mal den Schwamm rein und sag mir jetzt nicht, dass das nicht geht. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Ah, sehr schön. Hat geklappt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das noch kurz, bevor dann hier die Folge aufhört. So, Dorfkern. Und vor die Stadt. Und jetzt mach sauber das Ding. Muss das wirklich sein? Oh ja, Rufus, es muss. Du könntest ja Toni fragen, ob sie für dich putzt. Und jetzt? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch. Das ist uninteressant, Rufus. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Ja. Und auf dem Fahrerschild steht... Ja. Schnutzipuh. Dämlicher Name. Oh ja, da hast du recht. Okay, dann würde ich sagen, werden wir uns dann in der nächsten Folge einfach mal den Schlüssel von Schnutzipuh holen. Und dann können wir endlich unser energiereiches Wasser aus dem Auto holen und vielleicht finden wir noch die ein oder andere Sache, ja, die uns da ja einfach in anderen Dingen noch weiterbringt. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Deponia bzw. Kuriositätenkabinett. Wir spielen Deponia und wir und Rufus wollen weg vom Dreck. Macht's gut, bis bald und Servus.